Wunderschönen guten Morgen aus Thailand, meine Abonnenten und meine Thai-Fans. Ja, da sind ja welche, die verstehen ja nicht so schlecht. Ich habe ja gesagt, wer auswandert, nicht was ich geschafft habe. Das ist ein Teil, was ich an mein Haus in Europa verkauft habe oder in Deutschland. Insgesamt mit dem Grundstück und mein Haus und hier habe ich so ungefähr 200.000 bis jetzt investiert. Euro. Und man muss noch sagen, es wird noch so alles gemacht, so, es kann man so aufrechnen, mit einem Auto habe ich nicht mitgerechnet, nur das Grundstück, mein Haus und dann das Anbau. Das sind 200.000. Und da kannst du nochmal das Auto rechnen, so ungefähr 20.000 dazu. 20, 40, 60, nee, 40.000 hat das Auto gekostet. Ja, 20.000 hat ungefähr 2 Reihen gekostet. Ja, das ist, man muss das immer rechnen, man investiert immer. Und wenn man was baut und so, es kommt auch auf die Lebensqualität an. Mit Bewerbs kann ich leben, du kannst auch hier mit 600, 800 leben, alleine. Aber wenn du eine Familie hast, du musst schon mindestens 1.400 haben. Mindestens, um ein gutes Leben zu haben. Am besten ist immer noch 1,6, wenn du baust, weil Geld geht immer rein, wenn du was baust. Dann kaufst du das, dann kaufst du dies und jenes. Wie bei mir, ich will ja noch mindestens 10 Wassertanks haben. Wenn das regnet, will ich das Wasser speichern. Das auch für die Pflanzen. Und wenn man das alles so zusammenrechnet, der muss mindestens 1,4 bis 1,6 an der Rente haben. Das ist immer bei jedem verschieden und so. Ja, jetzt wollt ihr sehen, wie das aussieht in meinem Raum. Die haben heute jetzt 3 Tage frei, die Arbeiter. Die kommen ab nächstes Jahr, ab 2. Januar. Okay, aber es ist schon soweit fertig, wie man es so sieht. So sieht meine Fliesen aus. Meine Frau hat auch die Sträucher ein bisschen geschnitten. Ja, so sieht das aus. Das ist die Gäste, die Außenküche. Ja, die Löcher haben sie jetzt auch zugemacht. Das wird auch gestrichen. Das wird auch in die Farbe wieder gestrichen. Und so sieht das aus. Der Schlafzimmer, das ist sehr groß. Das ist ein Fenster, was 2,50 Meter ist. Das ist ein Fenster, so ungefähr 1,60 Meter. Dann kann man sehen, wie groß das ist. Die Platten, das sind ja 50 mal 50. Da kann man ja mal ausrechnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter. Ja, hier sind die auch, so ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter und etwas. Ja. Dann nimmt das ein bisschen zu Ende. Außen- und Inputs haben sie Fertigmischung genommen, weil es besser ist und was feiner ist auch. Soweit sieht das ja gut aus, so, wenn man es so sieht. Ja, nur die Isolierung kann man nicht sehen. Da haben sie so einen Eisenrahmen hier drauf gemacht, wie jetzt sieht so hier an der Seite auch. Da sind immer, wo die Schrauben sind, ist immer ein Steg da drin. Und dann ist da so Isoliermatten drin. Das merkt man auch so, wenn man hier schon, das ist hier frisch hier, wenn man schon hier noch offen hat alles. Aber man merkt, dass das hier drin kühl ist. Wenn nicht, dann braucht man nur die Fenster aufmachen. Hinter mir die Fenster aufmachen und gegenüber die Tür. Dann hat man eine Frischluft oder das kleine Fenster. Hier hat man immer Frischluft. Hier kommt der Herd hin mit der Dunstabhaube. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, Badezimmer sieht auch schon fast fertig aus. Der Abfluss kommt noch da rein. Der Raum ist auch fertig geputzt. Da kommt ein Waschbecken hin. Wird nur noch ein Fliesenschild gemacht.
Ja, das ist eine schöne große Küche mit einer Essecke. Tja. Ja, heute habe ich ein Fundament gegossen. Das wird auch noch gemauert jetzt allmählich. Ja, 3 Wassertank habe ich ja stehen. Schon von Haus und 3 habe ich mal zugekauft. Es werden noch mindestens 7 oder 10 zugekauft. Ja, ein bisschen aufräumen wir heute. Verbrennen das Papier. Ja. Ja, so geht das am Ende denn. Mit Auswandern, das muss ja jetzt ja jeder selbst wissen, wenn er das merkt. Aber ich höre das immer, Deutschland hat keine Zukunft. Ja, das sehe ich auch so. Und ich bin froh, dass ich rechtzeitig gegangen bin nach Thailand. Ich kann mich nicht beklagen und so. Okay, jeder muss das selbst wissen, wenn er ein Haus baut oder nicht. Ich kenne viele, die haben ein Haus gebaut oder die Frau hat schon ein kleines gehabt, dann bauen sie das aus. Das ist besser als die Miete, wenn man eine gute Frau hat. Man kann das auch verschieden machen. Du darfst ja kein Land besitzen. Nur wenn du eine Firma hast, darfst du so und so besitzen. Und dann 51% hat immer die Mehrheit, die Thais. Aber du kannst das aufteilen in 2, 3 oder 1. Und dann kannst du auch Verträge machen, dass du auch dein Verkaufsrecht hast. Das Haus gehört dir. Wenn du verheiratet bist, ist das 50-50 mit einem Grundstück. Ja, hat sie immer, das ist, wird sie nur eingetragen, aber du kannst das pachten 30 Jahre mit Verlängerung 2-mal. Das heißt insgesamt 90 Jahre. Aber das heißt immer so, wenn du stirbst, kannst du das weiter vererben an andere Leute verpachten. Oder du hast eine gute Thai-Tochter, dass sie eine Thai-Staatsangehörigkeit hat, da kannst du auch sie vererben. Ja. Was ich mit meinem Grundstück gemacht habe, ich habe das eine Firma, eine kleine Einzelhandelfirma aufgebaut, so wie Backen und so. Und da zahle ich auch Steuern drauf. Und so habe ich dann wenigstens 49% und die anderen 51 ist in 3 Partien aufgeteilt worden. Und dann habe ich auch reingesetzt, weil das Grundstück ist ja über die Firma gekauft. Dann heißt das immer, du hast 51% an die Teilhabe abgegeben. Aber du musst das so den Vertrag machen, dass du auch den die Mehrheit hast. Dann hast du das auch, wenn du es 3 aufteilst, dann hat ihr ja jetzt knapp 20%. Und so hast du die Mehrheit. Und so muss es auch im Vertrag sein, dass wenn du das verkaufst, dass du dann ein Verkaufsrecht hast. Und wenn man verheiratet ist, dann gehört sowieso die Hälfte auch die Frau. Das ist das Gesetz so. Und dir gehört die Hälfte. Hast du eine gute Frau und die verzichtet auf ein Haus, weil sie ein Haus hat, dann ist das auch gut. Aber du kannst das alles vertraglich festmachen. Und am besten ist man Anwalt und dann nachher vom Ministerium es abstempeln lassen, dass das alles gerichtlich fest ist. Kostet zwar Geld, aber du verlierst nicht. Das ist das. Man weiß aber teilweise bei Detailfrauen nichts und so. Die können heute ganz nett sein. Wenn du verheiratet bist, können sie den Arsch drehen. Das ist bei meiner Frau nicht. Die sagt immer, das ist mein Haus. Aber sie weiß das auch, dass wenn wir es entscheiden lassen, gehört sie die Hälfte. Aber das weiß sie auch, dass sie nicht viel Anspruch haben. Ja. Und ich kenne viele so, die schon länger verheiratet sind. Aber die haben auch in Europa gelebt. Das ist ein bisschen anders so. Ja, dass wenn man mit einem Grundstück kauft, das ist hier mehr jetzt die Preise gestiegen. Bei uns verlangen sie pro Reihe 150.000. Es kommen ab 150.000 Thai-Baht pro Reihe. Das sind 1200 Quadratmeter pro Reihe. Und bei uns im Dorf verlangen sie so ungefähr schon 150.000. Es gibt hier außerhalb, wo sie schon mit 130.000, 120.000 anfangen. Das ist das, die Preise hier zurzeit. Die Preise werden jedes Mal teurer, so wie bei uns auch. Ich habe viele Angebote hier an Grundstücke. Wenn einer hier in der Nähe was haben will, kann ich nachfragen. Da mache ich auch Videoaufnahmen.
der Bauunternehmer, der bei uns baut, der verkauft auch ein Grundstück. Das ist ungefähr gut 2-3 Kilometer von uns entfernt und ist ruhige Gegend und so. Braucht man nicht auffüllen, weil das ebenerdig ist von der Straße. Da hat man einen Vorteil, ich weiß nicht, wie viel das sind. Er sagt so, das ist ungefähr wie ein Reihfass. Aber für ein Haus langt das. 2 Reihen ist ein bisschen zu viel Arbeit, was ich eingezäunt habe. Und für mich langt das. Und das andere kann man auch verpachten für ein Ei und Butterbrot. Viel kriegst du nicht vom Pacht. Aber ist besser als wie unbenutzt, kriegst du was etwas rein. Tja. So ist das Leben in Thailand. Besser als wie in Deutschland oder so weit wie in Europa. Amerika ist auch nichts mehr heutzutage, wenn ich das so sehe. Man hat immer noch ein bisschen Kontakt. Und ich bin froh, dass ich jetzt in Thailand meine restlichen Jahre absetze. Ja, meine Leute, das ist erstmal ein Update. Dann wünsche ich euch was. Ich werde mich mal morgen nochmal melden und so. Und ich hoffe, ihr geht gut in neues Jahr rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sigi aus Thailand.